Es freut mich, dass ich hier heute vor Ihnen referieren darf. Nein, ich bin kein Klimaforscher. Wenn Sie das gleich annehmen, also wenn Sie das vielleicht annehmen, wir wurden zwar jetzt sehr hoch dekoriert, schon in der Einleitung, dem gerecht zu werden, ist sie bestimmt eine Herausforderung. Lassen Sie uns aber mit dem Wesentlichen beginnen. Wenn Sie auf dieses Bild hier herausschauen, dann kennen Sie alle Greta Thunberg, ihre verzweifelten, nein, zornigen Augen in dieser Situation, wo sie die Verantwortung einfordert, eine globale Verantwortung, weil sie ganz deutlich sagt, ihr lasst uns im Stich, wir werden euch das nicht durchgehen lassen. Das in der Fridays for Future-Bewegung mag das vorerst eine News sein, aber wenn man sich das tiefer verinnerlicht und wenn man zurückblickt, eine gute Zeit lang in die Vergangenheit und auf welchen Entwicklungspfad wir sind, dann können wir das schon akzeptieren, dass es ernst zu nehmen ist, was Greta Thunberg sagt, und es ist ernst zu nehmen und das müssen wir tun. Wir müssen die volle Verantwortung übernehmen. Ich möchte Ihnen, weil dieser Vortrag auch etwas komplizierter ist als meine sonstigen Vorträge, kurz am Anfang einen Pfad legen. Ich möchte eben mit diesem Auftrag beginnen, den ich jetzt einleitend erwähnt habe, das nehme ich ernst. Ich möchte über die natürlichen Prozesse sprechen in der Landwirtschaft. Ich möchte dann weitergehen zu den nationalen Emissionen, wie denn das in der Landwirtschaft in den letzten 100 Jahren sich entwickelt hat. Dann möchte ich schon hier im ersten Teil eine Empfehlung abgeben. Zu diesem Zeitpunkt habe ich in Wirklichkeit noch kein Wort gesprochen über CO2-Äquivalente oder über einen Vergleich oder über Fake News, weil die Verantwortung der Lösung dieses Problems ist einmal ursächlich im landwirtschaftlichen Bereich die eigene Aufgabe, so wie es in allen anderen Sektoren die Aufgabe ist, nach hier vorwärts zu kommen. Ich möchte dann einen kartografischen Blick auf Österreich werfen, wie es denn nun wirklich ausschaut bei uns. Da habe ich etwas ältere Zahlen, aber immerhin habe ich sie. Und dann möchte ich mich dem Hauptkapitel dieser Tagung langsam widmen, wahr oder falsch. Würde ich euch gerne etwas über Bewertungsmethoden erklären, um dann auch noch eine Korrektur an diesen Bewertungsmethoden anzubringen. Nun, wenn wir auf einen bäuerlichen Betrieb hinausschauen ins Land und wir sagen, die Verantwortung der bäuerlichen Betriebe ist so ein wesentliches Argument für unsere gemeinsame zukünftige Entwicklung, dann müssen wir uns überlegen, welche Verantwortungskreise haben wir hier. Und Sie können das hier in Einzelheiten schon ablesen. Da geht es um Gebäude, es geht um Felder, da geht es ums Einkaufen, ums Verkaufen und all das, das ist so eine externe Verantwortung des Bewirtschaftens. Also wir sind Teilnehmer auf den Märkten, wir tauschen Inventar, wir kaufen Maschinen und Gebäude, Kraftstoff, Futter, aber wir haben natürlich auch noch unseren internen Nährstoffkreis am landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist die erste Besonderheit, die einen bäuerlichen Betrieb vielleicht von einem Auto, von einer Autofabrik unterscheidet. Es ist nicht nur ein Kommen und Gehen von Stoffen, sondern es ist tatsächlich auch ein Rückführen von Nährstoffen in die Böden, in die Atmosphäre und auch die Chance, diese Kreisläufe bis zu einem gewissen Grad auch mit zu beeinflussen aus bäuerlicher Betrieb. Diese Kreisläufe schauen im Großen, jetzt in der weltweiten Betrachtung, in etwa so aus. Wir haben, wie Sie wissen, sind wir der blaue Planet, ziemlich viel Wasser, über 70% der Erdoberfläche ist Wasser und wir haben etwa 30% haben wir Landfläche und dort haben wir in dieser Biosphäre eine sehr schöne Symbiose zwischen Boden und Pflanzen und unserer Landwirtschaft, denn hier liegt unser Ursprung, Sprung und hier sind wir auch verhaftet. Das Gleiche gibt es natürlich auch im Wasser. Das heißt, diese Kreisläufe des Lebens, diese kleinen Werkzeuge, die Bausteine, die Helferlein, die da drinnen sind und die es alle schon gegeben hat, bevor es überhaupt Wirbeltiere gegeben hat, die führen hier Nährstoffe im Kreis und deren Nährstoffkreislauf ist schon seit ewigen Zeiten verbunden mit der Atmosphäre. Hannes, du hast es ja auch völlig richtig gesagt, dass es gar nicht möglich wäre, auf diesem Planet zu leben, wenn nicht diese Wunder, kleinen Wunder des Lebens, ihr Notwendiges über die Jahrtausende, Jahrmillionen getan hätten. Was neu ist, ist das Mittlere. Der Mensch hat seit seiner Industrialisierung, das IPCC hat jetzt einmal so 1750 festgesetzt, da ist es so richtig losgegangen, machen wir eine Freisetzung von Stoffen aus allen möglichen Lagern. Wir sprechen heute hier über Treibhausgase.
Wir könnten aber auch über Toxizität reden, über Quecksilber. Da gibt es viele Facetten, die mit dieser Lagerfreisetzung verbunden sind. Und die kleinen Helfer, und ich möchte hier wirklich nur auf diese landwirtschaftlichen Prozesse eingehen, die sind ja eigentlich ein Wunder. Die Photosynthese, die aus Licht und CO2 Zucker herstellt, unsere Pflanzen, die sich mit den Pilzen im Boden vereint haben, um Nährstoffe im Boden aufzuschließen. Die Kuh ist immer der Klimakiller, haben wir jetzt gerade vorhin gesehen, in der Automobilindustrie. Aber das kleine Wunder des Lebens im Bansen der Kuh, wo Bakterien jetzt quasi diese wertloseren Kohlenhydrate aufspalten, das ist schon eine geübte Sache, die es eben schon immer gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch Enzyme, die in der Verdauung das ihre beitragen. Es ist also so, dass nicht nur der Mensch Input und Output betreibt, sondern auch die Natur betreibt Input und Output. Und das schon lange, schon immer, schon lange bevor wir denken konnten. Und auch die Natur hat immer schon gasförmige Emissionen hervorgebracht mit biogenem Ursprung. Das ist so neben dieser Lagerfreisetzung die zweite Erkenntnis hier in meinem Beitrag, dass es also offensichtlich anthropogene Einflüsse gibt, diese Lagerfreisetzung. Dass es aber auch, wenn man schon vom Treibhausgasen spricht, es welche gibt, die einen biogenen Ursprung haben und andere, die halt einfach nur entstehen, weil wir halt aus den Lagern verbrennen. Der Bauer selber, nun ein kleiner Abstecher in die Chemie, hat mit vielen Nährstoffen zu tun. Die wichtigsten oder in diesem Zusammenhang die wichtigsten sind Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Und zumindest zwei, nämlich Stickstoff und Sauerstoff, verbinden sich zu Lachgas, einem vom IPCC gelisteten Treibhausgas, und Methan verbindet sich mit Kohlenstoff zu CH4 in diesen vielen kleinen Prozessen. Dann gibt es natürlich noch jede Menge CO2, das bilanzieren wir gar nicht. Die Tiere fressen also Futter auf den Feldern, Schweine, Rinder, ist ganz egal. Und sehr viel CO2 wird einfach über die Lunge wieder abgeatmet oder geht in den Körper. Es wird so in dieser Form gar nie als Treibhausgas bilanziert. Das ist einmal so eine Information. Auch das IPCC hat also so einzelne Sachen herausgenommen und gesagt, das sind unsere Treibhausgase, und lässt aber auch daneben, dass die gute Nachricht, diese natürlichen Kreisläufe und Prozesse schon dort, wo sie hingehören. Wir haben Ammoniak in der Landwirtschaft. Das ist aber in diesem Zusammenhang nicht sehr entscheidend, weil es nicht als Treibhausgas bilanziert wird. Das hat in anderen Umweltwirkungsbereichen natürlich seine Wirkung. Dann gibt es noch natürlich, besonders mit dem Kohlenstoff, diesen Zusammenhang von Landnutzungsänderungen. Der Begriff dafür ist Land Use Change and Forestry. Und da gibt es natürlich auch weit über die Systemgrenzen unserer Höfe hinaus unsere Mitverantwortung. Das heißt, ich habe euch gesagt vorhin, es geht um unsere eigenen Nährstoffkreisläufe am Hof, aber auch um das Handeln im Ein- und Verkauf. Und mit diesem Land Use Change kann man sich schon im großen Maß, auch besonders in der Tierhaltung, internationale Lasten einladen. Dann hat man natürlich noch Treibhausgase, die nicht biogen im Ursprung sind. Ich habe hier nur einmal das CO2 aufgeführt, weil es das dominanteste ist. Aber es gibt eine große Gruppe von F-Gasen, nennen sich die in der österreichischen Klimabilanz, die ja halt auch aus der Chemie gekommen. Nun lassen Sie uns einmal einen Blick werfen auf die österreichische Landwirtschaft. Das ist eben dieser 100-jährige Rückblick, den ich angekündigt habe. Das heißt, bis 1990 haben wir ja vom Umweltbundesamt wunderbare Zahlen. Seit damals bilanziert man das ja schön in Österreich. Ich habe das jetzt nach hinten angeschlossen, auch mit historischen Daten bis 1920. Und was zumindest nachvollziehbar ist hier, ist der starke Einbruch am Ende des Zweiten Weltkrieges und in den Nachkriegsjahren. Dieser Einbruch, den habe ich deshalb drinnen gelassen, weil man diese Zeit kennt, was das bedeutet, keine Energie zu haben, aus den Erzählungen der Großeltern jetzt in meinem Falle. Und Sie sehen schon, dass wir also langsam uns bei dem CO2 zumindest einem Plateau nähern, sozusagen. Nur weil diese Kurve da hinten leicht nach unten geht, das, glaube ich, ist noch keine Rettung. Was schon eher von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass wir im Bereich der Lachgasemissionen definitiv Verbesserungen erzielt haben. Der sehr unkontrollierte Mineraldüngereinsatz der 70er, 80er Jahre hat hier zu sehr hohen Frachten geführt. Das wiederum hat ja auch die sachgerechte Düngung ausgelöst in der Landwirtschaft.
Und eine gute ertragsangepasste Düngung, die hilft uns hier. Die hat uns, also das zeigen auch schon die Daten, dass uns das hilft. Und hier hat man natürlich, kommt man natürlich auch noch vorwärts mit den neuen Technologien in der Landwirtschaft. Ich möchte nicht unbedingt in diese Kerbe der Digitalisierung schlagen, aber gut zu düngen, es hilft dieser Lachgasdebatte auf jeden Fall und gut durchlüftete, gesunde Böden ebenso. Im Methanbereich, da ist es so, dass also die kommt ja von den Rindern und das Großkopf-Rindvieh, wie es heißt, 1920, war, so steht es in der Literatur, das waren diese dominanten Tiere, die auch zur Zugarbeit eingesetzt wurden, die nicht so deutlich, wie wir es heute sehen, zur Nahrungsproduktion verwendet wurden. Die haben alles Mögliche zu tun gehabt. Und aus diesen Rassen wurden ab 1920 zusehends sehr intensiv wurde ein Tierbestand aufgebaut, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder langsam zusammengebrochen ist, von den Stückzahlen her. Aber natürlich sind unsere Kühe heute ganz andere. Die haben 400 Kilo gehabt damals und unsere haben halt schon bald einmal, wenn sie einen Fleischbeton-Typ angehören, 800 Kilo. Deswegen geht diese Kurve auch nicht sehr stark zurück. Ich spreche hier eigentlich lieber von einem Plateau, wenn man das so will. Und es wackelt auch ein bisschen, wenn nicht alle ganz der gleichen Meinung sind, wenn man diese Quellen so betrachtet. Für die Landwirtschaft typischen Treibhausgase sinken also zumindest seit 2 Jahrzehnten. Hannes, du hast das ja auch erwähnt. Der fossile Energieeinsatz ist immer gestiegen. Vielleicht ist er jetzt konstant im letzten Bereich. Und wenn wir dann weitergehen und sagen, wir können jetzt sagen, na, ist ja wunderbar, was der Guckenberger hier sagt, das ist ja alles kein Problem, weil unser größter Anteil hat sich offensichtlich schon stabilisiert. Wir sind auf der sicheren Seite. Da sind wir nicht. Greta schaut schon zu Recht so grantig rein, weil der globale Strahlungsantrieb, so nennt sich das, Radiative Forcing, das ist gestiegen, 29 Watt pro Quadratmeter und die dafür Verantwortlichen, diese Abbildung kennen Sie ganz bestimmt aus den internationalen Veröffentlichungen, die sieht man ganz oft. Da sieht man ganz oben in braun die Last von CO2, dann sieht man darunter als zweithöchstes gereiht, ein Ranking ist das, so wie in der Schule, Note 1, Note 2, 3, 4, 5, was ist denn am wichtigsten? Da sieht man dann das Methan zerfällt zwar sehr schnell, hat aber dann auch noch Wasserstoff, Wasserdampf im Gepäck und bringt auch wieder mit und so geht es weiter halt bis zu den Stickoxide ganz nach unten. Das heißt, das müssen wir schon ernst nehmen. Auch wenn wir in der österreichischen Landwirtschaft eine stabilisierende Situation erreicht haben in den letzten Jahrzehnten, es geht nicht, dieses Thema nicht ernst zu nehmen. Das halten wir in der gesellschaftlichen Diskussion, da bin ich mir ganz sicher, nicht. Deswegen möchte ich euch vorschlagen, und das tue ich schon seit Längerem, die Verantwortung auf euren eigenen Betrieben hier in den sinnvollen und möglichen Bereichen zu übernehmen. Und sinnvoll ist es auf jeden Fall einmal, sich darum zu kümmern, dass die eigenen Prozesse gut laufen, dass die eigene Photosynthese gut läuft, dass die eigenen Pflanzen im Boden gut arbeiten, dort wenig Lachgas produziert wird, weil die Böden gut bedient werden, dass die Pansenfermentation so ist, wie wir das wollen und letztlich auch die enzymatische Verdauung bei euch, Tier, Schweine oder Geflügel. Dann ist es natürlich schon so, dass sich die Frage stellt, welche Leistungsziele wollen Sie angehen auf Ihren Betrieb? Ist es eh wurscht? Ist der tierhaltende Betrieb eine Fabrik auf der grünen Wiese, der völlig entkoppelt von dem arbeitet, was er um sich herum findet? Oder gibt es eine hohe Verantwortung, die Betriebsmittel tatsächlich an den Standort anzupassen? Und da würde ich halt wirklich unbedingt plädieren, da könnt ihr ganze 5 Minuten Vorteile aufzählen, warum das denn alles in allem sinnvoll wäre. Die Zeit habe ich nicht, deswegen habe ich zusammengefasst. Die standortgerechte Landwirtschaft, die schützt den Boden in seiner Bodenqualität und sie schützt den Boden vor Erosion, weil er dann natürlich begrünt ist ausreichend. Sie macht ein gutes Nährstoffmanagement, das betrifft die Besatzdichten, aber auch die Leistung der Tiere, die mit diesen Nährstoffdichten verbunden ist. Sie braucht ein Energiemanagement, muss mit fossiler Energie vernünftig umgehen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Aber sie braucht auch einen fairen Markt. Und dieser faire Markt, der muss halt Zug um Zug mit diesem Vorschlag einer standortgerechten Landwirtschaft auch erschlossen werden. Aber warum sollten wir denn das nicht können, frage ich Sie. Wir haben schon so viel gekonnt über die letzten Generationen. Die Idee ist also, ein System zu etablieren,
indem es eine echte Landwirtschaft gibt. Echt ist jetzt, was ist echt, oder? Schwierig zu definieren. Ich gehe es mal vom Kunden her an, oder? Der Kunde hat ja irgendwie heutzutage eine sehr klare Vorstellung, was echt ist. Das sind so Schweine, die sprechen und so. Also ich möchte nur zeigen, wie schwierig das ist, oder? Aber echt heißt sicher, dass man glauben kann, was man gesagt bekommt. Also wenn etwas ausgelobt wird, dann sollte das natürlich auch in der Form stimmen. Echt ist eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Also wie werden wir unsere Rahmenrichtlinien rund um die Landwirtschaft regeln, um rechtskonform zu sein? Und gerecht ist dann am Ende des Tages ist diese Idee einer fairen Marktwirtschaft. Nehmen Sie dieses Bild bitte mit, denn es ist so, es spricht so stark in die unterschiedlichen Bereiche hinein, wie man denn eigentlich arbeiten sollte in der Landwirtschaft. Und dann kommt noch der Standort dazu. Da gibt es diese Frage der Location. Ich habe ja auch Technik studiert zum Teil und Location, das hat etwas mit Raum zu tun, das hat mit Regionen zu tun, mit Vernetzung in Regionen zu tun, auch mit der Fruchtbarkeit dieser Regionen. Das ist ein Thema und das zweite am Betrieb ist natürlich die Frage der Standort, des Standortklimas in seiner Fruchtbarkeit und auch in seiner Bodenart. Und diese standortgerechte Landwirtschaft, das ist unsere Verantwortung. Dort müssen wir hineingehen, das ist das Logo in der Zukunft. Weil auch wenn dieser rote Punkt hier drinnen so dominant ist, Sie können hier wirklich, die verwende ich jetzt schon seit Jahren, Sie können die Treibhausgasbilanzen hier hereinstellen. Sie werden sehen, dass alles mit allem verbunden ist. Sie können eine ökonomische Frage hier in den Mittelpunkt stellen, Grenzkosten von mir aus. Und Sie werden erkennen, dass das mit den anderen Bauteilen zu tun haben. Ich habe kürzlich mit BirdLife Österreich mich unterhalten über Tiere. Auch dort könnte man es in den Mittelpunkt stellen. Das ist schon ein sehr universelles Gedankenkonzept, das ich euch gerne mitgeben möchte. Und ich habe 2012 den Fachatlas Landwirtschaft herausgebracht. Das ist eine dicke Schwarte, gibt es bei uns auf der Homepage zum Download mit den einzelnen Karten. Also auch wir generieren Daten in Gumpenstein. Natürlich mit Hilfe anderer Dienststellen. Und Sie sehen hier den Gesamtbestand aller Tiere in Österreich. Und da fällt Ihnen schon auf, die Ackerbauregionen, da wurden die Tierbestände mehr oder weniger geräumt, das ist rot. Da gibt es viele Gebiete in Österreich, die so zwischen 1 und 2 GVE pro Hektar liegen. Und in einigen Gebieten, wo bevorzugt Silomais angebaut wird und wo es Rinder gibt, ist dieser Bestand auch gelegentlich einmal ein bisschen höher. Das heißt, so im Großen und Ganzen ist der Gesamttierbestand in Österreich schon sehr gut angepasst an diese Futtergrundlage, die wir haben. Weil es eben auch noch ausgleichende Systeme gibt, eines möchte ich dann gleich zeigen. Dann haben wir natürlich, habe ich auch für die Schweine eine Karte, Geflügel und Stiermast habe ich nicht separat, aber die Schweineproduktion lässt sich räumlich sehr klar eingrenzen, das wissen Sie alle. Und auch das passt im Prinzip nicht schlecht, weil auch wenn wir viel über Protein reden, das Hauptfutter ist dann immer noch die Stärke und die Schweinegebiete sind schon noch gekoppelt mit dem Ackeranbau von Getreide in diesen Regionen. Wenn wir uns die standortgerechte Leistung anschauen, das braucht es ja beides, habe ich gesagt, die richtige Menge an Tieren und die richtige Leistung, dann sehen Sie, in der Milchproduktion gibt es einige Alpentäler, wo es schon ein bisschen zur Sache geht. Aber ich habe schon gesagt, dort ist natürlich auch mehr Grundfutter vorhanden und viel von dem Futtergetreide aus der innernationalen Erstellung wandert auch hin zu diesen Tieren. Welche Treibhausgase sind damit verbunden? Wir haben im Futtergetreideanbau in unseren Traktoren verbrennen wir Treibstoffe, das ist CO2, und wir erzeugen natürlich dort durch die Düngung auch Lachgas. Im alpinen Bereich treibt aber auch dieses Futter noch natürlich die Methanemissionen an. Würde dieses, auch wenn Methan im Pansen eher schonend vergoren wird, möchte ich sagen, Kraftfutter schonend vergoren wird, so ist es doch so, dass es einen Impact hat auf die Herdengröße, wenn man fremdes Futter kaufen kann. Und der Bereich der Schweine ist natürlich verknüpft mit den Importen, mit dem Überseefuttermittel, die es hier in der Form von Proteinfuttermitteln braucht und die wir einfach derzeit nicht haben und wir holen schon einiges nach Österreich. Also Fakten für Österreich. Ich möchte jetzt den Faktenbereich abschließen. Fakten ist, wir müssen diese Verantwortung übernehmen. Diese Verantwortung zu übernehmen muss außer Frage stehen. Wir müssen erkennen, dass dieser landwirtschaftliche Energiebedarf, also CO2, aber auch unsere biochemischen natürlichen Prozesse zu Treibhausgasen führen. Das ist nicht das Gleiche, möchte ich meinen.
ist ein Unterschied, ob ich flach fossile Energie verbrenne oder ob ich komplexes Leben betreibe. Man hat Methan- und Lachgasemissionen in der Landwirtschaft, aber sie zeigen zumindest keine Zuwächse im Gegensatz zum globalen Zustand. Ich spreche hier von Österreich, hoffe, das ist Ihnen klar. Und das ist natürlich an die Bestandesentwicklung gebunden. Die fossile Energie, die hat konstant eine hohe Bedeutung. Da müssen wir viel mehr Hirnschmalz hineinstecken. Ich zeige Ihnen später auch, warum. Die Futterimporte belasten dieses natürliche Gefüge. Und die standortgerechte Landwirtschaft, das ist die Antwort auf die Frage 1 meiner Meinung nach. Denn diese standortgerechte Landwirtschaft, die übernimmt die Verantwortung für den Klimawandel in Österreich. Also Fakten, ich hoffe, Sie konnten mir gut folgen, Fakten sind Handlungsanweisungen innerhalb eines Systems. Also man sagt, mach Methode A statt Methode B, weil das diesen oder jenen Vorteil hat. Das Internet hält sich eher nicht an Fakten. Oder zumindest nicht an klaren Fakten. Denn wenn Sie heute ein Google-Ergebnis suchen, ich habe da jetzt einfach mal über Tierhaltung und Klima ein Google-Ergebnis gemacht, dann sehen Sie gleich tausende Seiten, die so ähnlich sind, wie auch deine Info war im Autoheft drinnen. Jetzt ist das für mich, das sind noch keine Fake News vorab, aber sind News. Und das ist einmal zumindest nicht das Gleiche, wie Sie wissen, Fakten und News, auch wenn diese News oft auf Bilanzierungs- oder auf wissenschaftliche Studien verweisen. Nun fragt man sich immer, wenn man News hört, oder stimmt es denn jetzt oder stimmt es nicht? Also mir geht es halt schon so, dass ich schon recht kritisch geworden bin, was ich denn überhaupt noch glauben soll. Wenn man halt so liest, dass 51% aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase aus der Nutztierhaltung kommen und das viel mehr ist, als es beim Verkehr ist, es ist ja noch schlimmer wie bei dem Autohannes, dann sieht man, das World Watch Institute Livestock and Climate Change hat da schon sich ziemlich weit hinausgelehnt. Wie kommen die dazu? Die Frage stellt man sich, oder? Wie machen die das? Naja, an sich ist es nicht schwierig. Es ist eher so eine Kommunikationsstrategie. Man braucht zwei gegenüberstehende Partner, zum Beispiel die Nutztierhaltung und den Verkehr. Die braucht man mal. Dann braucht man dazwischen ein Konzept. Und das Konzept sieht vor, erstens, dass man eine Beziehung herstellen muss zwischen dem Verkehr und dem landwirtschaftlichen Nutztier. Jetzt hat das eine mit dem anderen vorerst ja nicht sehr viel zu tun in der Sache. Also muss man ein Verbindungsglied finden, dann muss man eine Wertung vornehmen und dann kann man schon vielleicht zu so einer Erkenntnis auch aus Überzeugung kommen möglicherweise. Jetzt ist es so, dass das Schwierigere an diesem Beitrag, den ich heute halte, jetzt ist, dieses Verbindungsglied zu verstehen. Es gibt ein Ranking von Treibhausgasen, die ein Vielfaches von CO2 sind. Und das kennen Sie, Sie haben bestimmt schon gehört, Methan ist 26 Mal so schlimm wie CO2 oder Lachgas, also Faktoren einfach, oder? Und diese Faktoren entstehen, indem wir, das ist die Formel dazu, indem wir diesen Strahlungsantrieb, also diesen tatsächlichen Impact auf das Klima in der Atmosphäre, umlegen in so eine Kurve, wie sich denn das entwickelt im Laufe der Zeit. Dieses rote Gas sieht man hier, beginnt sehr intensiv und baut sich aber dann schneller ab als dieses Blaue, das man fast nicht sehen kann, das noch viele, viele Jahre hier in die Zukunft seine Wirkung tun wird. Die Berechnung von diesem GWB-Faktor geht dann so, dass man die Fläche hernimmt. Ich rechne jetzt einmal einen ganz untypischen aus für Methan, nämlich für 12 Jahre. Das ist so die Lebensdauer für Methan, die man momentan angibt. Dann ergibt sich aus dieser Abbildung diese Fläche für Methan und diese Fläche aus CO2, die sehr klein ist, wie Sie sehen, weil halt das Methan sehr flach anfängt und die Länge der tatsächlichen Wirkung von Methan ja nicht berücksichtigt wird, weil die Rechnung lautet ja nur von 0 bis 12 in diesem Fall. Und wenn man denn das dividiert, dann kriegt man 90 heraus. Also schon ziemlich heftig sozusagen. Jetzt ist es so, dass mit dieser Methode, ich hoffe, Sie haben das verstanden, es ist ein Flächenvergleich, ein Integral. Jetzt gibt es IPCC, gibt natürlich diese Zahlen auch her für alle Treibhausgase und sagt zum Beispiel für das Methan 1, weil das die Referenzgröße ist, das steht ja unter dem Bruchstrich, also wird es immer, CO2, danke, wird es immer 1 werden. Methan hat 28 hier in der letzten Spalte, wenn es fossilen Ursprungs ist, sogar etwas mehr. Und wenn das Lachgas ist, ist es das 265-fache. Was man uns schuldig bleibt in dieser Abbildung, schon eigentlich seit dem zweiten Sachbestandsbericht, ist eine verlässliche Information, wie lange denn tatsächlich die fossile Energie, wenn wir sie denn einsetzen, eine Wirkung tun. Von Methan sehen wir das. Nach 12 Jahren ist es wieder verbraucht.
Das heißt, ein Stallplatz, der konstant bleibt, hat ein Plateau an Emissionen und alle 12 Jahre hat sich das sozusagen umgewälzt. In der Summe der Schuld von 12 Jahren. Wir müssen unbedingt wissen, wie lange unsere Referenzgröße lebt, weil sonst werden wir mit etwas verglichen, das nur eine Teilschuld eingeht. Das wäre ein sehr, sehr unfairer Vergleich, wie Sie mir hoffentlich zustimmen werden. Also wir müssen die Lebensdauer bestimmen von CO2, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch in der Landwirtschaft. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will mich nicht herausreden. Ich möchte nur, dass wir in der Landwirtschaft das Richtige tun. Das ist der Antrieb neben der standortgerechten Landwirtschaft natürlich. Die Berechnungsmethode ist jetzt relativ einfach wieder zu durchschauen. Man nimmt nämlich diese Faktoren her, die dann hier feststehen, multipliziert es mit den direkten Emissionen am Hof, also ich habe gewisse Emissionsfaktoren für eine Kuh, multipliziere das mit meinem Tierbestand und das mit dem Faktor. Und dann bin ich eigentlich schon bei dieser Emissionssumme. Und das wird in Österreich auch so gemacht, im Klimaschutzbericht vom Umweltbundesamt. Jedes Jahr. Es ist natürlich insgesamt schon etwas komplexer, als ich es hier darstelle. Da gibt es Abgrenzungsregeln und so weiter. Aber am Ende ist es eine Multiplikation aus Menge und Faktoren. Man könnte es aber auch ganz anders angehen. Wir in Gundenstein machen zum Beispiel auch an der Universität für Bodenkultur eine Lebenszyklusanalyse. Da nimmt man nicht nur die direkten Emissionen her, sondern man nimmt auch die Vorleistungen dazu. Und Hannes, ich möchte nicht wissen, wie dieses Statement von der Automobilindustrie ausfallen würde, wenn denn die ganzen Autofabriken und das Material, das in den Autos drinnen steckt und diese Emissionen, die da drinnen stecken, auch dem Auto zugerechnet werden würden. Das heißt, Sie sehen schon, da gibt es Faktoren, die schwanken, es gibt Methoden, die schwanken, die sozusagen unterschieden werden können. Und dann ist es natürlich nicht mehr weit von einem Fakt oder von einem News zu einem Fake News. Denn wir können Erkenntnisse übertragen, vom Hören sagen, wir haben gehört, irgendwer hat irgendwo irgendetwas, der Mensch tut ja das sehr gerne. Man könnte es auch Tratsch nennen, wenn Sie so wollen. Aber diese Übertragung wäre eine Möglichkeit, die will ich der Gesellschaft jetzt einmal nicht zu stark unterstellen, weil es sind alle seriöse Menschen auf dieser Erde. Aber wo es sicher Schwierigkeiten gibt aus meinem Bereich, das ist die Berechnungsmethode. Und wenn man aus dem Bereich der Lebenszyklusanalyse kommt, dann weiß man, dass man halt ein paar Richtlinien einhalten müsste, wenn man denn schon etwas ausrechnet. Das betrifft die Daten, die man hat und ihre Qualität. Das betrifft Systemgrenzen, nennen wir das. Das ist die Frage, ob die Automobilindustrie ihre Fabriken dazu zählt oder halt nicht. Das muss man aber klären vorher, wenn man einen Vergleich anstellen will. Und dann ist es natürlich, weil es ein weltweites Thema ist, natürlich noch eine geografische und eine zeitliche Frage, wie ich denn das Ganze bilanziere. Jetzt ein paar Beispiele dazu, schnell noch, nämlich die Übertragung von Erkenntnissen sagt uns, weltweit verdoppelt sich die Fleischproduktion alle 12 Jahre, finden diese Autoren, die ich da zitiert habe, von der FAO heraus. Also ist es auch in Österreich so, klar, und schon steht es in der Zeitung drinnen, in Österreich verdoppelt sich die Fleischproduktion alle 12 Jahre. Ich sehe sehr oft solche übertragenen Ergebnisse, die halt vom Herrn sagen, irgendwie zu uns gekommen sind. Tatsächlich ist es schon etwas anders, sagt eine andere Quelle. Schon klar, auch wir erzeugen immer mehr Fleisch in Österreich, aber es dauert 19 Jahre, bis diese Menge publiziert verdoppelt wird. Sagt diese Quelle, die ich hier publiziere. Ich habe den Sachgehalt gar nicht geprüft, sondern einfach wirklich geschaut, wie denn das angegangen wird. Dann ist es so, und das möchte ich Sie auch bitten, mit nach Hause zu nehmen und zu überdenken, dann ist es doch noch so, dass ich über diese zeitlich verkürzte Systemgrenze sprechen möchte. Ich habe etwas Mühe investiert, herauszufinden, wie denn das wäre, wenn die Referenzgröße, das CO2, nicht mit einer Schuld bis zu dem Zeitpunkt daherkommen würde, sondern mit der ganzen Schuld. Wenn ich jetzt da nach vorne gehe und Ihnen ins Schienbein trete, oder? Dann, und wieder hier raufgehe und sage, ich habe ja nur ein Fünftel dieser Veranstaltung habe ich mitgetragen, also habe ich auch noch nur ein Fünftel der Schuld an Ihrer Beule auf Ihrem Schienbein. Was würden Sie sagen? Würden Sie grob ungerecht empfinden, oder? Weil das ist nicht die volle Schuld. Und wenn man eine Handlung setzt, dann ist man auch verantwortlich für diese Handlung. Ich plädiere dafür, schon gleich noch einmal, dass die Referenzgröße ihre volle Verantwortung übernehmen muss. Es gibt publizierte Zahlen zur 500-jährigen Verantwortung, nicht mehr im letzten Bericht, aber in dem vorigen Bericht. Und da sehen Sie schon,
dass also der Anteil von Methan, das Verhältnis zwischen CO2 und Methan, von 1 auf 7,6 gesunken ist und das Lachgas auch deutlich nachgelassen hat. Wenn man das auf 1000 Jahre rechnet, das ist jetzt unsicher, möchte ich mal sagen, darum heißt es auch Global Warming Burden, das habe ich mir jetzt einmal selber einfallen lassen. Ich bin kein Klimaforscher eben nicht, aber man kann es schon dorthin rechnen, in etwa in diese Größe. Dann sehen Sie, jetzt ist es aber blöd, weil das Ranking ist zwar möglicherweise immer noch so, aber die Verantwortung dieses Rankings ist eine ganz andere. Das heißt, in einem längeren und einem faireren Bilanzierungszeitraum für diese landwirtschaftlichen Treibhausgase hat das Methan plötzlich nur mehr die doppelte Intensität und das Lachgas nur mehr 47,8-fache dieser Intensität von CO2. Und das macht innerlandwirtschaftlich, in einer standortgerechten Landwirtschaft gar nichts aus, weil wir befassen uns ja eigentlich gar nicht damit. Aber im Vergleich im Sektoralen ist es ein großer Unterschied. Und wir wollen ja, ich will das halt zumindest, fair bewertet werden. Und ich will auch noch das Richtige tun in der Landwirtschaft. Also plädiere ich unbedingt dafür, dass nicht nur die Bauern in einer standortgerechten Landwirtschaft die Verantwortung übernehmen, sondern dass auch die Politik diese Verantwortung übernimmt und den Bilanzierungszeitraum für CO2 so ausdehnt, wie er der Gesamtschuld auch gerecht wird. Und das IPCC hat nie gesagt, ihr müsst 20 oder 100 nehmen oder irgendetwas anderes, sondern das IPCC hat klar gesagt, ihr müsst das nehmen, was ihr in eurer gesellschaftlichen Verantwortung und in euren Plänen mittragen wollt. Das heißt, es hat sich dieser 100-jährige Zeitraum einfach eingependelt oder eingebürgert. Ich halte ihn aber für groß falsch. Und ich halte ihn auch deshalb falsch, weil er innerhalb der Landwirtschaft zu falschen Schlüssen führt, noch zusätzlich. Nämlich, wenn wir uns jetzt anschauen, wie denn die Verteilung, das ist jetzt abgestimmt auf den Klimaschutzbericht, sich verändern würde, dann sehen Sie, dass wir diese Situation heute haben. Und nicht, ist ja nicht ganz genau gleich wie beim Klimaschutzbericht, weil sind wirklich meine 100-jährigen Daten. Die große Last trägt natürlich das CO2. Dann folgt Methan, dann folgt Lachgas. Wenn wir auf einen 500-jährigen Beobachtungszeitraum gehen, dann sehen Sie schon, wie zunehmend bedeutend nun die fossile Energielast wird oder die fossile Energieschuld wird im Bereich der Treibhausgase. Und wenn man auf 1000 geht, dann ist vollkommen klar, was wir tun müssen, oder? Wir müssen uns nicht in kleinen Gesprächen da verzetteln, oder? Sondern wir müssen zusehen, dass wir im fossilen Energieausstoß besser werden. Alle zusammen natürlich, aber die Landwirtschaft auch selber. Auf die Landwirtschaft heruntergebrochen passiert Folgendes. Sie sehen schon, das sind diese 1,2% im nationalen Klimabericht, die jetzt hochgerechnet wurden. Da wäre die Verteilung jetzt so momentan. Und schon nach 500 Jahren überholt das Lachgas das Methan. Das heißt, der Schutz des Bodens und die Stimmigkeit einer guten Düngung hat dann schon, nur wenn die halbe Bilanzierungsschuld übernommen wird, überholt das Lachgas schon das Methan. Und wenn man das auf 1000 Jahre hochrechnet, dann wird es noch deutlicher. Also möchte ich Gretas Forderung in dieser Art und Weise Ausdruck verleihen, dass ich meine, dass die Landwirtschaft in einer standortgerechten Landwirtschaft sich ausgestalten soll in den nächsten Generationen, mehr auf die gesamten natürlichen Prozesse achten sollen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das gibt es marktwirtschaftliche Gründe, da gibt es Gründe, die biogenen Ursprung sind oder der Artenvielfalt geschuldet sind oder auch noch anderen. Und dass wir im selben Atemzug, und nur weil ich den Punkt 1 nenne, traue ich mich auch den Punkt 2 zu sagen, sonst würde das ja flach sein, was ich hier vorschlage. Einfach die Berechnung ändern, oder? Aber weil ich so auf 1 poche, poche ich auch auf 2, nämlich auf eine faire Behandlung in dieser nationalen Treibhausgasbilanzierung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu komplex. Man steht nie allein da, wie Sie wissen, sondern immer auf den Schultern von Giganten. Und wie Sie sehen, es ist ein ganzes Team, das das in Gutenstein mitträgt. Herzlichen Dank. Ja, für mich ist trotzdem immer wieder komplex. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Luft wird schon sehr, sehr dick da herin. Trotzdem danke einmal, Thomas. Ich möchte nur noch ergänzen, warum diese 1000 Jahre auch für mich sehr schlüssig sind, weil eben das CO2 sich auf 1000 Jahre abbaut.
und Methan immer in 12 Jahren. Und somit hätte die Chance ja wohl was. Und wenn der Klimabericht dann keine Vorgabe liefert zu 100 Jahren, 500 Jahren oder 1000 Jahren, macht es ja durchaus Sinn, das auf die tatsächliche Dauer von 1000 Jahren auszudehnen. Aber das Problem ist halt, dass sie mit diesen 1000 Jahren natürlich alles total verändern würde in Richtung CO2. Und dann haben wir noch viel größere Themen bei der Automobilindustrie oder bei den anderen Sektoren. Ich möchte auch noch eins dazu sagen, wie gesagt, wir, glaube ich, brauchen uns als Landwirtschaft trotzdem nicht auszureden. Wir haben unsere Hausaufgaben zu machen, da kommt, glaube ich, viel auf uns zu. Auch gesellschaftlich denke ich mir, wir erleben das gerade auch mit in Deutschland, in Bayern. Uns hat vor kurzer Zeit das Bayerische Landwirtschaftsministerium kontaktiert, weil die völlig verzweifeln draußen. Zum einen protestieren die Bauern in Massen, was sie noch nie erlebt haben, wissen überhaupt nicht mehr, wie sie in Deutschland weitermachen sollten. Die Konsumenten, die Verbraucher in Deutschland haben überhaupt keine Ahnung, wie Landwirtschaft funktioniert, also noch viel, viel weniger wie in Österreich. Und die bayerische Ministerpräsidentin hat uns kontaktiert, ob nicht für uns denkbar wäre, so eine Landschaft Leben Deutschland zu installieren oder zumindest einmal Bayern. Wir werden jetzt einmal schauen. Ich finde es total spannend, weil ja, jahrzehntelang haben wir den Deutschen nachgeeifert und sozusagen da müssen wir hin und jetzt stehen die selber da, wo wir aber hin wollten. Und die haben uns ja eigentlich ausgelacht in Österreich, das muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir gesagt, ja, ist mir nicht kein ökologischen Weg und weiß ich nicht was. Und jetzt auf einmal verzweifeln die und sagen, man, wie macht ihr das in Österreich? Wie informiert ihr die Konsumenten? Wie motiviert ihr die Bauern? Und das finde ich schon sehr spannend, was sich in kürzester Zeit verändern kann, wo plötzlich Leute umdenken müssen, selbst so große Länder wie Deutschland. Schauen wir, was daraus wird. Wir gehen natürlich einmal in Gespräche, aber ich finde es eben spannend, dieser Zugang. Wir möchten hierzu nach jedem Vortrag, wenn euch was brennt, 4-5 Minuten zur Verfügung stellen für Fragen an den Thomas, wo man sagt, das will ich jetzt gleich Thomas fragen, die Möglichkeit habt ihr jetzt, wem brennt was unter den Nägeln, und ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt nicht alles verstanden habt, weil du wie gesagt hast, hoffentlich hat mich jeder verstanden, das geht gar nicht, weil wir diskutieren schon so lange und ich glaube, wenn da nicht jeder voll dran ist, also braucht ihr eigentlich da nichts denken, wenn ihr nicht sofort alles verstanden habt. Aber wer will irgendwer geschwind zum Thomas eine Frage stellen? Gebe ich gleich mal das Mikro da. Ja, danke schön. Ich hätte eine Frage zur standortangepassten Landwirtschaft. Das klingt natürlich gut, aber was ist das für eine Landwirtschaft und ist es ein wissenschaftlich operationalisierter Begriff? Ist er abgeleitet oder wie ist er entstanden? Standortangepasste Landwirtschaft ist als Begriff schon sehr alt. Eigentlich ist es der Urbegriff der Landwirtschaft, wenn du mich so fragst, wenn man über Generationen zurückgeht. Heute machen wir diese standortangepasste Landwirtschaft. Also wir setzen das operationell mit Lebenszyklusanalyse um. Das heißt, wir suchen nach Verlusten. Das Verhältnis zwischen In- und Output ist bei uns in der standortgerechten Landwirtschaft die Verlustrate von Aufbrauchsrate von fossiler Energie, von Treibhausgasen, Eutrophierung, eine ganze lange Palette ist das, wo auch übrigens ökonomische Größen noch drinnen stecken. Und dort streben wir halt ein Minimum an. Also es ist nicht ein Grenzwert für irgendetwas momentan, sondern es ist noch die praktische Beobachtung auf den bäuerlichen Betrieben in einer Ökobilanzierung. Ein Kollege sitzt hier, da bin ich die Ergebnisse allerdings noch schuldig. Und dort muss man einfach sehen, mit wie wenig Verlust man auskommt. Das kann ich allenfalls heute schon sagen. Die standortangepasste Landwirtschaft achtet darauf, nicht den Ertrag zu maximieren, sondern die Verluste zu minimieren. So ist der Status einmal momentan.